So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Falls am Mittwoch aber noch der Classic C-Day angekündigt wird, also wir wissen ja wahrscheinlich schon, dass es Tarnel sein wird am 18. August, aber falls noch der offizielle Blogpost kommt, werde ich wahrscheinlich am Mittwoch dann das Tarnel-Video hochladen und Raid am Mittwoch für Donnerstag hochladen. Das ist also hier Raid am Mittwoch, aka Raid am Mittwoch am Donnerstag, die Highlights der Woche zusammengefasst, am Ende auch wieder der Schocker der Woche. Normal hätte ich jetzt diese Woche eigentlich wieder aussetzen müssen. Ich habe gerade mal 43 Bilder oder so. Das ist die Hälfte von sonst, weil ich eigentlich immer so 100 Stück ungefähr habe. Aber egal, wir ziehen das diese Woche durch. Und wenn es nächste Woche nur 10 Bilder gibt, dann machen wir halt mit 10 Bildern so eine Folge. Ist doch egal. So, Hauptsache die, die in der einen Woche was eingereicht haben, die können hier aktiv mitmachen. Jetzt also die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche beim Monolog. Der hat nichts eingereicht, aber der hat was in den Fanchat gepostet und das wollte ich hier selber mal mit reinnehmen. Guckt euch diesen riesen Vorrat an Samyang Bulldog Nudeln an. Ihr wisst, Päckchen gibt es aber auch als Fünferpack. So ein Ding. Und dann habt ihr einen Karton. Das sind, wie viel sind da drin? 10 Fünferpacks? 8 Fünferpacks? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mega genial. Das musst du so kaufen. Kartonweise. Das ist richtig genial. Vor allem sehen die Kartons auch auf jeden Fall noch super genial aus. Und deswegen ist das was, was man sammelt. Ne? Wie Kronkork oder Primeflaschen muss man jetzt auch Samyang-Kartons sammeln. Nee, jetzt aber hier richtig Pokémon. Ich bin mit Pokehunter Glücksfreund geworden. Bin momentan auf der Suche noch nach Necrozma. Ich habe jetzt die zwei Fusionierten auf 50 gepusht, aber ich möchte das ganz normale Necrozma unfusioniert jetzt als 100er noch haben. Das möchte ich noch, da bin ich gerade auf der Suche. Cumulus auch Glücksfreund geworden. Dann hat der Alexander Ahringer das erste Mal in der Wildnis außerhalb eines Events in Pokémon Go einen Vesprit gefangen. Das Seentrio gibt es ja seit seiner Einführung auch wild in der Wildnis. Wer das immer noch nicht wusste, muss man nicht raiden, kann man auch in der Wildnis fangen, in der jeweiligen Region, also hier nur Vesprit und das ist ja eh irgendwie das Nutzloseste, also ist eigentlich auch egal. So. Trotzdem schön, wenn man mal eins sieht. Ab ins Tierheim. 100er von Ab ins Tierheim, sehr, sehr übersichtlich, aber voll zufrieden. 400%ige Rotomurf oder eben Stalobor. Eins ist auch getradet im Lucky Trade und hochgezogen 3431. Dann die Shinies von Ab ins Tierheim, Rayquaza, zweimal Kabuto, Baldofisch, Flapterix. Ist ja immer noch Abenteuerwoche. Ab Donnerstag geht dann auch hier die Rocket-Übernahme los. Also da zieht das Event nochmal an. 100er von Feinlecker Bier. Shigi, Stalobor, Dicta und Rotomurf, Shinies von Feinlecker Bier, Rotomurf und ein ganzer Batzen Rayquaza. Dann haben wir die 100er von Ab ins Bierzelt. Das sind auch zwei Rotomurf und 100er Ab ins Bierzelt Shiny. Das ist nur Shiny. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, was der 100er wert wäre. Der ist aber drunter, kann er nicht sein. Hier steht ja auch nur schillernd und Alter 0 bis 7, also Shinies von Ab ins Bierzelt, auch Rayquaza. Koselinchen zeigt uns ihre 100er und da ist mir aufgefallen, die macht so ein bisschen wie Lennart jetzt immer mit so einem schönen Rahmen und sie hat jetzt extra einen blauen Rahmen für 100%ige Pokémon wie Mankey oder Scobble und einen gelben Rahmen für Shinies, dass man das noch besser auseinanderhalten kann hier. Chanera, Aerodactyl, Flabebe. Das ist cool. Danke auf jeden Fall für dieses ansehnliche Produkt, was du da einreichst. Slimer. Shenaya hat sich hier ein Shiny Slimer gegönnt. Nate Ghost hat was Cooles aus dem Ei gebrütet hier. Ein Gelatini in 100% mit 590 WP. Timo. Giesling mitgenommen. Hatte auch mal einen C-Day. Dann eine Aerodactyl. Ist ja auch wild jetzt in der Abenteuerwoche da. War auch im Mega Raid oder ist noch im Mega Raid. Ich weiß gar nicht, was gerade Mega Raid ist. Es müsste Mega Aerodactyl sein, ja. Mac Maggie hier. Ein Haufen Rayquaza. Lucario zwei Stück. Schilderus. Monagoras. Der blaue Dino. Übelst genial. Als aus Balgoras heraus. Und hier nochmal dann die oberste Schicht. Cognodon, Quaff, Waff, Suicune, Krypto, Corazon, Blau. Den Corazon her auf einmal. Aerodactyl und Balgoras nochmal dabei. Sören, getauschte 100%ige Makuhita und Ampharos. Sieht auf jeden Fall wieder mal genial aus, weil beide Pokémon sind gelb und haben jetzt noch diesen goldgelben, braungebackenen Hintergrund. Aluhut, ich wusste nicht mal, dass es die als Shiny gibt. Flabebe. So Standardantwort wäre, ja, die wurden irgendwann mal eingeführt. Und schon weißt du, die gibt es auch als Shiny.
alle Sorten, alle Farben. Oder das nächste, das ist mir neu, dass man von einem Krüpp... Aha, das ist mir neu, dass man von einem Rocket Rüben einen Shiny Krypto bekommt. Standardantwort, ja, die wurden irgendwann eingeführt, dass man jetzt auch da von den Rüben da so Sachen bekommt. Aber halt die, die es von den Bossen schon mal gab, wenn die an die Rübel gegeben werden, können die von den Rübeln dann auch Shiny sein. Das ist sogar trotzdem irgendwie eine gute Antwort, oder? Da kann man ungefähr eingrenzen, was sein kann und was nicht. Warum habe ich nicht das... Ich habe doch eigentlich das WLAN ausgemacht, dass ich hier nicht gestört werde und Nachrichten kriege, aber ich werde gestört und kriege Nachrichten. Aluhut, Zapdos, Arctos, Lavados, die drei Galavögel. Hier steht zwar 0 bis 7, also in einer Woche gefangen, aber alle drei haben einen blauen Hintergrund. Das heißt, sie müssten ja eigentlich innerhalb von 24 Stunden alle drei gefangen worden sein. Das ist schon brutal. Das müsste der Schocker der Woche sein. Aber ist ja nicht so gekennzeichnet. Hier steht also 0 bis 7. Also in einer Woche drei Stück bekommen. Das kann man mal machen. Bisa-Fan Enzo, der hat mir eine fette Sprachmemo gemacht. Fand ich richtig genial. Der ist nämlich momentan in Budapest auf der Margareteninsel. Da, wo die Geschenke früher immer herkamen. Da, wo wir immer rumgehaust haben. Da, wo Raid-Partys stattgefunden haben. Da, wo ich gesagt habe, wenn ich wirklich irgendwann mal verreisen möchte, wäre ein Ziel nochmal die Margareteninsel in Budapest, mir das wirklich vor Ort live mal anzugucken. Er steht also hier, das ist das Schild, so sieht die Insel aus, sieht aus wie ein, ja, dann gehen wir hier rüber und das ist halt immer noch fett. Sagt, coole Leute da am Start, coole Location, man kann richtig gut spielen, es ist ordentlich was los, sieht auf jeden Fall mega stark aus. Daniel Dilling, Schocker der Woche schreibt er hier, 100% Shiny Boreos aus dem Raid. Das muss ja erstmal 100 werden, das muss auch mal Shiny werden, das muss ein 100er Shiny werden und das gerade bei 14 Raids, gerade mal 14 Raids. War für mich nicht Schocker der Woche, weil ich finde das Ding absolut sinnlos und hässlich und unnütz und deswegen ist das nicht Schocker der Woche. Blood and Tears, ungefiltert heute, was haben wir hier? Shiny Meditalis, Haspiror Ninkada, Goldini Reislaus, Chanera, Fucano, Schlurp Cognodon, Smogon, Rotomurf, Sonnenkern, Mediti, Mogelbaum, Blutzug, Victor, Furnifras, Mauzi, Totonator, wahrscheinlich aus dem Ei. Pam Pam, Shiny aus dem Ei, also wie immer, da musst du wirklich Glück haben, ein Shiny aus dem Ei zu brüten, weil die ja in den 12 Kilometer Eiern drin rumhausen. Oder Totonado wahrscheinlich auch im 10er Ei. Dann 100% Boreos aus einem Raid. Kannst du ja nicht gezielt irgendwie, ja? Felori 100%, dann noch hier Pipi 100, Schilderus 100, Shiny, Lavados mitgenommen und nochmal Reike Harzer. Shiny Boreos, Shiny und Tuska Krypto, Shiny, diesmal eine ungefilterte Einsendung, such dir einfach das Beste raus, dann passt schon, ich habe alles mitgenommen. Ich hätte sowieso nichts weggelassen und außerdem haben wir auch wenig Einsendungen, dann können wir ruhig einfach alles mitnehmen. Benjamin, mal wieder den kleinen Hals bekommen hier, Machrollo, aber normal, kein Krypto Machrollo Shiny, sondern ein normales Machrollo Shiny, Nasim. Schickt uns hier noch ein Schilderus, ein Balgoras rein und ein Ninkada. Habe ich ein Däumchen nochmal zurückgemacht. Henry Herfurt. Mein Beitrag für Raid am Mittwoch der letzten 14 Tage. Shiny, Klick, Sandan, Balgoras, Amarino, Pichu und Schilderus. Und dann haben wir hier die 100er der letzten 14 Tage. Galapafloss, Dicta, Kabuto und ein erlöstes Hotrod. Dann hat er hier nochmal Groß, Dresden, 104 Sterne Abenteuer. Das ist hier dabei, aber hier nochmal extra, damit ihr wirklich glaubt, dass das ein 100er ist. Galapafloss aus der Abenteuerwoche. Cumulus, Shiny Mauzi, ein Shiny Hydropi, was ja auch C-Day hatte, aber egal, wir nehmen es einfach mal mit rein. Dann ein Schneebedag, ein 8, 6, ein 93er, was er aber zu einem 100er erlösen könnte, aber ja, ein 100er? Und dann mega Rex-Blizzard machen. Das hätte ja sogar noch Sinn. Also würde ich machen. Noch ein Hydrobi, Shiny mitgenommen. Panzer Aeron, Shiny auch hier am Start. Caputo, Shiny. Und das sieht irgendwie richtig komisch aus. Ja, es gibt neue Hintergründe seit ewiger Zeit. Aber irgendwie hat das früher cooler ausgesehen, wenn man Shiny Caputo hatte. Jetzt im dunklen Screen. Auf dem matschigen, dunkelgrünen Hintergrund. Wiesen, Regions, Bodenflecken. Sieht das gar nicht mehr so schön aus, wie es mal ausgesehen hat. Und hä? Das war's schon. Das waren
die Highlights der Woche, aber jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche, haltet euch fest, kommt nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Rudel Dino, a.k.a. natürlich Denise. Hi, mal wieder was für deine Sendung. Benny hatte einen Clip für mich gemacht, den hätte er gerne für seine Armee gehabt. 100% Krypto Macholo. Mich haben die anderen Sachen alle nicht so geflasht. Ich finde immer noch Macholo bzw. Machomai ist einfach eins der coolsten Pokémon, nützlich, wird immer wieder eingesetzt, sieht genial aus, Design passt, es ist aus der Kando-Region und das als Krypto und dann noch in 100% ist immer wieder was, was mein Herz erwärmt, wo ich dabei bin und sage, das ist für mich der Schocker der Woche. Jeder, der in 100% Krypto Macholo hat oder Machomai, Daumen hoch, fette Sache. Habt ihr auch eins, schreibt es mir rein. Das war's schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.